was geht es bei der Änderung des Covid-19-Gesetzes? Das Covid-19-Gesetz ist seit September 2020 in Kraft. Es handelt sich um ein dringliches Bundesgesetz. Gegen die ursprüngliche Fassung vom September 2020 wurde das Referendum ergriffen. Darüber haben wir im Juni 2021 abgestimmt. Das Referendum wurde abgelehnt, das heißt, das Gesetz wurde von der Stimmbevölkerung angenommen. Das Covid-19-Gesetz wurde, seit es in Kraft ist, mehrfach geändert und der aktuellen Lage angepasst. Mit der Änderung vom 19. März 2021 wurde zum Beispiel die Ausweitung der verschiedenen finanziellen Unterstützungen beschlossen. Neu wurden die Grundlagen für das Contact-Tracing-System und das Covid-Zertifikat geschaffen. Die Änderungen erlauben es dem Bundesrat, medizinische Güter herstellen zu lassen, zum Beispiel Covid-19-Arzneimittel. Gegen die Änderung vom 19. März 2021 wurde das Referendum ergriffen. Deshalb stimmen wir nun darüber ab. Wird die Vorlage angenommen, ändert sich nichts. Wird die Vorlage abgelehnt, treten die Änderungen vom 19. März 2021 ein Jahr später, also am 19. März 2022, außer Kraft. Die Änderungen treten ein Jahr später außer Kraft, weil es sich beim Covid-19-Gesetz um ein dringliches Bundesgesetz handelt. Die restlichen Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes bleiben weiterhin in Kraft. Was sind die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter? Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, können sich jederzeit testen lassen. Das Covid-Zertifikat führt nicht zur Impfpflicht, sondern erlaubt Veranstaltungen. Das Contact Tracing ist notwendig zur Bekämpfung von Covid-19. Der Datenschutz ist gewährleistet. Das Covid-19-Gesetz wurde vom Parlament beschlossen. Deshalb ist das Gesetz demokratisch. Was sind die Argumente der Gegnerinnen und Gegner? Geimpfte Personen haben weniger Einschränkungen. Ungeimpfte Personen werden dadurch diskriminiert und indirekt zur Impfung gezwungen. Personen ohne Covid-Zertifikat können nicht mehr vollständig am Leben teilnehmen. Das spaltet unsere Gesellschaft. Das Contact Tracing führt zu einer staatlichen Überwachung der gesamten Bevölkerung. Das ist gefährlich. Willst du, dass das Covid-19-Gesetz angenommen wird? Dann stimme ja. Willst du, dass es abgelehnt wird? Dann stimme nein.